Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern. Würden Sie mich auch einweihen? Ja, selbstverständlich, Herr Vorsitzender. Auch gerne den Herrn Staatsanwalt. Also hier habe ich zwei Fotos, die ja wohl wirklich eindeutig sein dürften. Und diese Fotos habe ich im Zuge meiner eigenen Ermittlungen bekommen von einem ehemaligen Schüler des Herrn Lehrers, der ja in der Schule den Ruf eines Schwerenütters genießt, wie ich mir habe sagen lassen. Ja, und dann hat sich wahrscheinlich dieser Schüler auf eigene Beweiserkundungstouren gemacht und diese Fotos geknipst. Die können, ich nehme sie gerne zur. Interessant ist, dass auf den Fotos sogar ein Datum drauf, nämlich der 3.7.2012. Interessant ist natürlich vor allem, dass beide diese Beziehung abgestritten haben. Das ist doch der ultimative Beweis, dass sie für ihn lügt, ja? Ich meine, vielleicht kann jetzt mal diese lächerliche Anklage gegen mich fallen lassen werden. Ich habe nämlich auch noch was anderes zu tun. Fragen die zwei doch erstmal. Was sagen Sie denn zu diesem Bild, Herr Ziemann und Frau Müller? Ich weiß, Sie müssen mir jetzt nicht mehr glauben oder Sie denken automatisch, dass ich eine Lügnerin bin. Was ist denn jetzt wahr und was ist nicht wahr, oder? Was die Beziehung zu ihm betrifft, haben Sie aber offensichtlich gelogen. Also wahr ist, dass ich seit einem halben Jahr mit Michael zusammen bin und wir es auch ernst miteinander meinen. Und wahr ist auch, dass ich durchs Schlüsselloch geguckt habe. Und was ist nicht wahr? Nicht wahr ist, dass ich mein Handy habe liegen lassen. Ich bin da hingegangen, um ihn abzuholen. Und warum haben Sie es nicht von vornherein gesagt? Ich wollte nicht irgendwie unnötig Staub aufwirbeln. Und da mein Sohn ja in die Klasse von ihm geht und die Kinder und die Lästereien und die Hänseleien und ja. So, jetzt ist ja aber Ihr Sohn gar nicht mehr in der Klasse von Herrn Ziemann, oder? Nein, das ist so, ja. Also. Wir wollten das erst öffentlich machen, wenn Timo sich eingewöhnt hat in der Klasse. Und es tut mir leid, dass wir jetzt gelogen haben. Aber denken Sie jetzt nicht, dass Denise ihr angebandelt hat bei mir, nur damit Ihr Sohn eine bessere Empfehlung hat? Nein, das ist nicht. Sie sind doch alle beide wie getrunken. Ja, das sehe ich ganz genauso. Das ist doch die reine Flucht nach vorne. Nein, wenn Sie das ist die Wahrheit. Ach, hören Sie mir doch auf. Ich erinnere da nur an die Geschichte mit der 17-jährigen Schülerin. Ja? Und jetzt diese Geschichte hier, wo Sie auch noch hier blank jedem ins Gesicht lügen. Ja, und dann gibt es auch noch den Schulhausmeister, den Rudolf Sasse, den wir jetzt auch noch hören werden. Ja. Noch Fragen an die Zeugin? Ich habe keine Fragen. Rudolf Sasse, bitte, Sie bleiben unvereidigt neben dem Platz. Herr Sasse, guten Tag. Nehmen Sie bitte Platz. Auch Sie müssen natürlich die Wahrheit sagen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Auch an Sie geht der Hinweis 55 StPO. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Ja, Herr Richter. Sie heißen Rudolf Dietmar Sasse, 50 Jahre alt. Sie wohnen in Borkenbach. Sie sind verwitwet und Sie sind Hausmeister an der Schule in Borkenbach. Ja, richtig. Seit 20 Jahren. Aber sieht ja keiner, was ich da alles leiste. Ohne mich wird doch keine Lampe brennen, im Winter wird die Heizung ausfallen, ne, und die Graffitis von den Schülern, die wird die ganze Schule schon bedecken. Naja, und die Gymnasiasten von nebenan, die halten mich ganz schön auf Trab. Aber ich bin ja nur der Hausmeister, ne, und muss auch einiges über mich ergehen lassen. Ne. Und, aber was, der Fall, weswegen wir heute hier sitzen, das ist ja, zeigt ja mal ganz klar, dass die Pädagogen auch nicht so ohne sind. Ne. Und was sich der Herr Ziemer da geleistet hat, das ist ja wohl unter aller Sau. Ne. Also ich glaube, Sie raffen immer noch nicht, wer hier angeklagt ist, oder? Frau Kusbach ist hier angeklagt und nicht ich. Sie macht doch diese Humbug-Äußerungen da. Was, so ein Schwachsinn. Ich habe doch von Ihnen mehr in der Schule mitbekommen, als mir lieb ist. Sie machen doch alles an, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das gehört der Staatsanwalt. Ich bin nicht taub, Herr Verteidiger. Also, wir sind aber mit dem Personal noch nicht ganz zu Ende gewesen. Verwandt, verschwägert sind Sie nicht mit der Angeklagten. Nein, aber ich kenne Frau Kusbach schon lange vom Sehen und ich lese auch jeden Zeitungsartikel von oder über sie, wenn was eine neue Ausstellung ist, weil ich interessiere mich auch für Kunst und bin des Öfteren im Museen. Sie an, das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, was Sie so alles über die alten Schinken wissen, das ist schon bemerkenswert. Mein Respekt. Dankeschön. Jetzt reden wir doch mal über den 23. Juli. Sind Sie da irgendwie einem der Beteiligten begegnet? Ja. Das war so 17.30 Uhr, da war ich gerade oben im zweiten Stock, habe ein kaputtes Fenster ausgetauscht. Da kam mir die Frau Kusbach entgegen. Aha. Und? Wie war sie da drauf? Naja, sie war ziemlich aufgelöst, hat geweint, gezittert. Ne, und dann wollte sie weitergehen, da habe ich sie erst mal gefragt, was los ist. Naja, und ihr ein Taschentuch gegeben und da war es ganz um sie geschehen. Also da hat sie sich, da war sie total fertig und hat gezittert und hat sich überhaupt nicht mehr beruhigt. Ich habe sie dann in den Arm genommen und erst mal getröstet. Hat sie Ihnen denn erklärt, was los war? Naja, sicher. Sie hat gesagt, sie war bei Herrn Ziemann in der Sprechstunde. Ne? Und da hat der Herr Ziemann einfach seine Hose vor ihr aufgemacht, ihr in die Bluse getatscht.
ne, und hat sie aufgefordert, noch mitzumachen. Ne? Und als sie sich gewehrt hat, da hat er gesagt, also sie solle doch mitmachen, dann wäre es auch eventuell was mit der Realschule für ihren Sohn. Ja, und das ist ja wohl also der Gipfel. So hat sie es Ihnen erzählt? Ja, richtig. Wenn dem so wäre, wäre es tatsächlich der Gipfel. Was haben Sie denn gemacht? Naja, ich habe sie erstmal in meine Hausmeisterwohnung gebeten, die ist direkt neben der Schule. Habe ihr ein Glas Wasser angeboten und dann hat sie sich auch ein bisschen beruhigt. Da möchte ich mich auch noch mal bedanken, das war wirklich sehr nett von Ihnen. Das war doch selbstverständlich. Na, und dann habe ich sie halt noch überredet, mit der Sache zur Polizei zu gehen. Denn also so geht es ja nicht, die Schule ist ja kein Puff. Ne? Und außerdem finde ich es unmöglich, dass die arme Frau hier jetzt noch sitzt als Angeklagte. Mir ist schon klar, dass Sie Frau Dr. Kusbach glauben. Da haben Sie mal überlegt, dass Sie Ihnen vielleicht gegenüber nur eine Show abgezogen haben? Das stimmt doch überhaupt nicht. Also Sie brauchen sich nicht rechtfertigen, Frau Kusbach. Ich weiß, dass Sie mich nicht anlügen. Und, woher wissen Sie das? Männliche Intuition, was ist das? Also, wissen Sie, wenn einer Menschenkenntnis hat, dann ich. Aha. Was glauben Sie, was ich mir alles von den Schülern und faulen Ausreden anhören muss jeden Tag. Ne? Und meine verstorbene Frau, also die war auch nicht ohne. Nee, da gibt's kein Wenn und Aber. Also die Frau war am Boden zerstört. Ja, und ich möchte auch hinzufügen, dass das bei einer Karrierefrau wie der Frau Dr. Kusbach schon was heißen will, Herr Staatsanwalt. Ja? Ja, genau, Sie sagen es. Ich bin davon überzeugt, dass Sie einfach jeden Preis endlich zum Ziel kommen wollen. Sie wollen, dass Ihr Sohn auf eine bessere Schule gehen kann. Da war jedes Mittel recht gewesen. Sie war es nicht gewöhnt, dass Sie irgendwo abgeblockt werden können, nicht bekommt, was Sie wollen. Dann kommt der Herr Ziemann und schmeißt Sie raus. Ne? Wehrt sich einfach gegen Sie. Ne? Und das erklärt ja, warum Sie einen Heulkrampf hatte. Weil einfach Ihr Ziel nicht erreicht war. Das stimmt doch überhaupt nicht, wie Sie das darstellen. Ja? Entschuldigen Sie bitte, weil Sie dann Sachsen begegnen, das kann doch gerade recht. Dann konnten Sie ihm gleich diese Geschichte von der sexuellen Nötigung auftischen. Ne? Und gleichzeitig hatten Sie die Chance gehabt, sich an den Herrn Ziemann zu rächen. Der wunderbar, zwei Fliegen mit einer Klappe. Junger Mann, ich weiß ja, dass Sie nur Ihren Job hier machen. Aber Sie sind doch gar nicht dabei gewesen. Also Herr Sasse, ich danke wirklich, dass Sie sich so für mich einsetzen. Ja? Es gibt nicht viele Männer, die so einfühlsam sind und auch noch Rückgrat haben. Da kann sich manche andere nämlich ein Beispiel nehmen. Ja, ja. Vielleicht Ihr Mann nachher, ne? Der nämlich nicht ganz zu diesem männlichen Beistand bringen wird, wie dieser Mann. Ja, Ex-Mann, meinetwegen auch das. Ja. Der kennt Sie aber trotzdem sehr gut. Der war lange und intensiv mit Ihnen zusammen. Und er wird uns sagen, dass Sie bereit sind, über Leichen zu gehen, wenn Sie Ziele erreichen wollen. Und Ihnen glaube ich wohl mehr als dem Herrn Hausmeister, der Sie nicht so gut kennen wird. Also da muss ich aber laut lachen. Mein Ex-Mann ist nämlich der Mensch auf der Welt, der mich am allerwenigsten kennt. Ja, der war immer schneidisch auf meine Folge. Der wird doch alles machen, um mich runterzustufen, um endlich selber mal im Mittelpunkt zu stehen. Man wird sehen. Gibt es denn noch Fragen an den Hausmeister? Keine Frage. Sie bleiben unvereidigt. Und wir hören Dr. Arthur Kusbach uns bitte an und Sie dürfen den Platz nehmen. Ja, den Ex-Mann zu laden ist natürlich schon ein starkes Stück, Herr Staatsanwalt. Tja, da schlucken wir mal das starke Stück. Sehr glaubwürdig. Besander? Ich habe meinen Sohn gerade weinend auf dem Parkplatz aufgelesen. Sag mal, auf dem Parkplatz, du solltest doch vor der Seiltür warten. Naja, der Trubel um seine Mutter bringt ihn wahrscheinlich ziemlich durcheinander. Kann er vielleicht während der Aussage hier bleiben? Ich möchte ihn jetzt ungern alleine lassen. Möchtest du das denn auch, Besander? Ja. Möchtest du da bleiben? Komm. Okay. Also, in Ordnung, dann kannst du dich da auf die Bank setzen. Da sitzen wir hierher. Herr von Müller, genau, Sie nehmen bitte hier vorne Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie heißen Dr. Arthur Kusbach, 37 Jahre alt, Sie wohnen in Starnberg. Von Beruf steht hier Kunstsachverständiger. Ja, genau. Ich bin weltweit unterwegs, um die Echtheit von Kunstwerken zu bestätigen. Sie sind geschieden und Sie sind der Ex-Mann der Angeklagten. Ja, das stimmt. Wir waren 7 Jahre verheiratet, haben uns dann aber scheiden lassen wegen unüberbrückbarer Differenzen. Ja, das war wohl eher wegen unüberbrückbarer Distanzen. Ja, du bist ja die ganze Zeit durch die Weltgeschichte gegondelt, hast uns allein gelassen. So habe ich unsere Ehe nämlich nicht vorgestellt damals. Du hättest ja mit Lysander mitkommen können, aber du wolltest es ja nicht. Du weißt ganz genau, dass ich dafür meinen Job hätte aufgeben müssen. Das hätte dir so gepasst, ja, du Egoist. Aber du hast dir die ganzen letzten Jahre überhaupt nichts dazu gelernt. Ja, aber du oder was? Ja. Warum um alles in der Welt kannst du nicht einfach endlich mal akzeptieren, dass Lysander auf die Hauptschule geht? Mann, lass doch den Jungen einfach mal sein Ding machen. Bitte, Herr Kusbach, Frau Kusbach, bitte. Ja, aber man muss doch sein Kind auch fördern und sich für das Kind einsetzen. Das habe ich immer gemacht. Ach ja? Wann denn? Wegen dir hätte Lysander auch Penner werden können, Hauptsache du hast deine Ruhe. Jetzt reißen Sie sich bitte mal beide gefälligst zusammen, ja? Ihr Sohn ist immerhin da und kann Sie hören. Ja. Ja? Super Vorbildfunktion, muss ich echt sagen. Sie sind Ex-Mann der Angeklagten, deswegen haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Nur, dass wir das mal klären. Sie müssen nicht aussagen. Na doch, doch, ich möchte aussagen. Und entschuldigen Sie, dass ich etwas ungehalten bin, aber meine Ex-Frau bringt mich immer wieder an meine Grenzen. Die ist so verbohrt. Also die dreht alles irgendwie zurecht, nur dass es ihr irgendwie passt. Ja, jetzt bin ich wieder schuld, ja? Na, wegen wem sitzen wir denn hier? Na,
du kannst doch nicht akzeptieren, dass Lysander einfach nicht der Streber ist, den du dir immer gewünscht hast. Und du hast dich doch bei Herrn Ziemann angebiedert. Sag mal, du glaubst doch nicht wirklich, dass ich das gemacht habe. Und ob ich das glaube? Das ist ja das Traurige. Ich weiß doch noch, ich habe doch deine Sprüche. Als wir uns damals gestritten haben wegen der Schulempfehlung, die habe ich noch ganz genau im Kopf. Mhm. Und wann war denn der Streit? Es war Ende Juni. Ich kam gerade von der Italienreise zurück. Ich war völlig übermüdet und da hat sie mich irgendwann abends angerufen. Mhm. Und was waren das für Sprüche? Sie haben gesagt, Sprüche? Naja, also sie war völlig aufgelöst wegen der Hauptschulempfehlung für Lysander und sie hat mir eine Szene gemacht, weil natürlich ich dran schuld war. Sie waren schuld? Ja, ist ja klar. Naja, das nimmt man nicht so hin, oder? Oder wie haben sie reagiert? Na, ich habe versucht, sie zu beruhigen. Also ich habe ihr gesagt, dass das doch alles kein Weltuntergang wäre. Da ist sie völlig ausgetickt. Die hat mich angeschrien. Die hat geschrien, nie werde ich akzeptieren, dass Lysander auf die Hauptschule geht. Und ich werde alles, was in meiner Macht steht, unternehmen, um das zu verhindern. Ja, ich glaube, in dem Fall kann man sie dann auch wirklich wörtlich nehmen. Sag mal, das war doch alles so dahergeredet. Ja, ich war halt sauer in dem Moment. Sie haben es so gesagt, ja? Da setzt man sich für sein Kind ein, wird noch fertig gemacht. Es ist mir halt so, wenn man sauer ist, sagt man sowas mal. Ah. Mann, Olivia, du hast dir das doch alles selber eingebrockt. Nimm doch einfach mal zur Kenntnis, dass Lysander eben lieber Kfz-Mechaniker als Kunsthistoriker werden möchte. Wie Kfz-Mechaniker? Sag mal, Lysander, du willst doch nicht dein ganzes Leben unter irgendwelchen schmutzigen, dreckverschmierten Autos von anderen Leuten rumkrabbeln? Doch. Ach nee, oder? Du, ich hab dich doch nicht umsonst an der teuren Privatschule angemeldet. Das ist doch wie Perlen vor die Säue. Privatschule? Wieso Privatschule? Moment, das würde mich jetzt aber auch interessieren, Frau Dr. Kusper. Ja, mich auch. Ja, ich habe ihn halt an der Privatschule angemeldet. Na und? Was heißt na und? Ich denke, Sie haben das gemeinsame Sorgerecht und Ihr Mann ist ganz offensichtlich genauso perplex wie wir alle. Natürlich. Ja, ich habe das halt bei der Anmeldung nicht angegeben. Ja, aber angesichts der Umstände ist es doch das Beste für ihn. Ja. Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe fast immer getan, was du wolltest. Aber ich gehe nicht auf so eine bescheuerte Privatschule, wo nur eingebildete Idioten drauf sind. Du kennst sie doch alle noch gar nicht. Es war schon nervig genug, als du mich zu den Kindergeburtstagen von deinen Kolleginnen mitgenommen hast. Die sind doch auch alle aus solchen Schulen und total arrogant und Idioten. Ach, das stimmt doch gar nicht. Das hat dein Papa dir erzählt, da irgendwelche Schauermärchen. Ich habe ihm überhaupt keine Schauermärchen erzählt. Also vielleicht sind sie da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Hm? Also... Das können Sie ja nicht einfach so entscheiden. Da müssen Sie Ihren Sohn zumindest mal einweihen. Und vor allem können Sie es nicht über den Kopf Ihres Ex-Mannes hinweg machen, naja, oder? Ich bin das gewöhnt. Olivia macht ja eh, was sie will. Also ich finde, dass Lysander einfach so schnell wie möglich von dieser Hauptschule runter sollte. Das glaube ich jetzt nicht, dass du mir so in den Rücken fällst. Und dabei habe ich doch extra nicht erzählt, dass du in Wirklichkeit doch gelogen hast. Lysander, das ist jetzt ganz wichtig, dass du uns da die Wahrheit sagst. Wie kommst du darauf, dass deine Mama gelogen hat? An dem Abend, wo Mama so geweint hat, da bin ich noch mal zu ihr ins Zimmer geschlichen, weil ich mir Sorgen um Mama gemacht habe. Als ich leise die Tür öffnete, saß Mama weinend auf dem Bett und telefonierte mit ihrer besten Freundin Peter. Und was hat sie da genau erzählt? Sie hat erzählt, dass sie total Mist gebaut hat und dass sie dem Hausmeister aus Frust über Herr Ziemann totalen Unsinn erzählt hat. Der hat sie dann zur Polizei geschickt und jetzt wüsste sie nicht mehr, wie sie aus der Nummer rauskäme. Aha. Möchten Sie sich dazu äußern, Frau Dr. Kusbach? Das muss ein Missverständnis sein. Da hat er halt irgendwas im falschen Hals gekriegt. Ein Missverständnis? Naja, könnte ja sein. Dann würde ich doch vorschlagen, dass wir uns einfach jetzt mal Ihre Freundin, diese Peter, anhören. Und dann kann die uns doch sagen, ob das alles ein Missverständnis ist. Sagen Sie mir doch bitte gerade mal vollständigen Namen und Adresse dieser Freundin. Halten Sie sie da bitte raus, die hat genug eigene Probleme. Das wird leider nicht gehen, dass wir die hier raushalten. Also bitte, Name, Adresse. Das geht nicht. Ja, dann sagen Sie, wie es war. Ja, also, okay. Frau Dr. Kusbach, hopp oder top? Ja, okay, also es tut mir sehr leid, aber ich bin da halt irgendwie reingerutscht. Ja. Ich wollte das Beste für meinen Sohn und ich wusste halt nicht mehr, wie ich zurückrudern soll. Das ist dann alles so zum Selbstläufer geworden. Es tut mir leid. Das heißt also, Ihr Sohn hat die Wahrheit gesagt, hat dieses Telefonat richtig verstanden? Mhm.
Jetzt lassen Sie sich nicht alles aus der Nase ziehen. Heißt das, dass Sie zugeben, dass Ihre Behauptung, der Herr Ziemann habe Sie sexuell genötigt, falsch waren? Ja, also das stimmt auch. Dann geben Sie auch gleich zu, dass Sie mich angemacht haben. Und? Ja, das, also, es tut mir leid. Ach, Mann, Olivia, und das alles wegen einer Schulempfehlung? Das war nicht nur wegen der Schulempfehlung. Ich hab halt gedacht, zwischen Herrn Ziemann und mir hat's halt gefunkt. Was? Wir haben uns, ja. Sie haben uns doch egal. Also ich, mir fehlen die Worte. Ja, also, auch wenn jetzt alle drüber lachen, aber manchmal ist doch so, wenn man sich mag, dass man dann sich ein bisschen anzickt am Anfang. Ich bin ja auch schon so lange alleine. Was ich lieb, das merkt sich. Ja, ja, aber ich habe ja nicht gewusst, dass Sie auf solche Frauen stehen. Ja. Supermarktkassiererin. Ja. Ja, jetzt auch das muss das noch Fragen? Nein. Danke, da bleiben Sie ebenso unvereidigt wie Ihr Sohn Lysander. Sie dürfen auch hinten Platz nehmen. Gott sei Dank. Wir haben noch einen Auszug aus dem Bundeszentralregister. Die Angeklagte ist nicht vorbestraft. Dann muss ich noch feststellen, dass der Herr Ziemann hinsichtlich der Verleumdung am 29.07. schriftlich und damit Form- und Fristgerecht Strafantrag gestellt hat. Eine Frage habe ich noch an Sie. Was verdienen Sie denn so netto im Monat? Muss ich das jetzt so? Sie müssen es nicht, wenn Sie es nicht sagen, schätze ja, ich Sie halt. 3.000. 3.000. Unterhalt für den Lysander kriegen Sie ja von Ihrem Mann, oder? Nicht von meinem Ex-Mann. Okay, also 3.000 zur freien Verfügung. Mhm. Weitere Anträge oder Klagen, dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Schlussricht, Herr Verteidiger, die Angeklagte hat genickt, hat den Tatvorwurf damit eingeräumt und damit die Aussagen des Geschädigten und der Zeugin Müller bestätigt. Auch die Aussage ihres Sohnes, der zum Glück noch heute hier in der Hauptverhandlung eine Kehrtwende gemacht hat. Es hat sich wieder mal gezeigt, wie schnell ein Mann sich des Vorwurfs einer sexuellen Straftat ausgesetzt sehen kann. Und deswegen muss man Strafanzeigen dieser Art ganz genau prüfen. Das soll im Klartext heißen, Frau Dr. Kusbach, Frauen wie Ihnen verdanken diese Tausende und Abertausende Frauen, denen wirklich solches Leid geschieht, es, dass sie in Strafverfahren immer sehr streng angenommen werden müssen, sehr oft gedemütigt werden in langen, langen Vernehmungen, weil man eben nicht per se glauben darf, weil es immer wieder Lügnerinnen wie Sie gibt. Ich glaube, das Gefährliche bei Ihnen ist auch noch das völlig verzerrte Weltbild. Bei Ihnen gibt es nur Schwarz und Weiß. Wie Sie eben schon wieder sagten, ich wusste nicht, dass auf solche Frauen steht, nämlich auf Supermarktkassiererinnen. Das Leben ist nicht Schwarz und Weiß. Vielleicht haben Sie auch noch bis neulich gedacht gehabt, dass Straftäter immer nur der Abschaum unserer Gesellschaft ist, dass der daraus besteht. Und jetzt sitzen Sie da, die Akademikerin, promoviert. Sie sitzen hier als Straftäter und werden heute eine recht vernünftige Strafe bekommen, wenn es nach meiner Auffassung geht. Sie sehen, wer alles Straftäter sein kann. Ich denke zum einen zur Abschreckung, weil einfach solche Straftaten vermieden werden müssen, weil sie so gefährlich sind. Zum anderen aber auch, um auf die Angeklagte einzuwirken, die überhaupt nicht einsichtig war. Ich bin da reingerutscht, es war ein Selbstläufer, muss hier eine hohe Strafe her. Ich denke an ein Jahr Freiheitsstrafe auszusetzen zur Bewährung. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Kollege Lukas. Ich gebe Ihnen ja absolut recht, was Ihr Plädoyer stellenweise betrifft. Ja? Dass das natürlich nicht geht, was meine Mandantin hier gemacht hat. Und ich muss auch zugeben, ich habe bis zum Schluss geglaubt. Aber nicht zuletzt, weil ja doch das ein oder andere hier bezüglich unseres Lehrers hier zu Tage getreten ist. Aber ich will gar nicht näher darauf eingehen. Ich distanziere mich vehement von dieser falschen Aussage. Ich muss ihr aber zugute halten, vor allem Ihnen gegenüber, Herr Kollege, dass es letztlich hier um das Kindeswohl ging. Sie hat nicht versucht, sich selbst da irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Nein, sie wollte halt einfach, dass ihr Sohn aufs Gymnasium geht. Und naja, vielleicht war da wirklich ein Knistern, das sie ja verspürt haben mag zwischen ihr und dem Lehrer. Das will ich gar nicht jetzt leugnen. Letzten Endes war es auf Nachdruck des Hausmeisters, dass sie zur Polizei gegangen ist, um dieses Lügengerüst letztlich aufrechtzuerhalten. Ja? Und ein Geständnis war zum Schluss auch noch da. Deswegen plädiere ich hier auf eine Geldstrafe, die man auch hier verhängen kann. Ich gehe hier von 60 Tagessätzen aus. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Frau Dr. Kusbach, Sie haben die Anträge nun gehört. Sie können sich selbst noch verteidigen. Sie haben das letzte Wort. Ja, also ich möchte mich noch mal entschuldigen, dass ich allen so viel Stress und Kummer bereitet habe. Und muss wohl auch einsehen, dass ich Lysander nicht gegen seinen Willen auf diese Privatschule schicken kann. Und dass er halt auch seinen Beruf frei wählen kann. Hauptsache, er ist glücklich, auch wenn es Kfz-Mechaniker ist. Dankeschön. Ich verkünde das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Dr. Olivia Kusbach ist schuldig der falschen Verdächtigung in Tateinheit mit Verleumdung. Paragraphen 164 Absatz 1, 187, 194 und 52 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Es ergeht noch der Beschluss, die Bewährungszeit dauert 3 Jahre. Der Angeklagten wird auferlegt, an den Geschädigten Michael Ziemann ein Schmerzensgeld von 5.000 Euro zu bezahlen und an die Staatskasse eine Geldbuße von 3.000 Euro. Sie wollten tatsächlich Herr Ziemanns berufliche Laufbahn und ich würde fast sagen, auch sein ganzes soziales Leben vernichten. Und das alles nur, damit Ihr Sohn auf die Realschule gehen kann.
Ich glaube gar nicht, dass es nur darum ging. Es ging auch darum, um ihre verletzte Eitelkeit. Weil sie abgewiesen wurden, weil sie da eine sexuelle Spannung hineingedeutet haben, die es gar nicht gab. Und das Argument, es war alles nur fürs Kindeswohl, das halte ich hier eigentlich für unangebracht. Wer sagt denn, dass man dem Lysander einen Gefallen getan hätte, wenn der jetzt auf die Realschule kommt? Ja? Es gibt einfach nur mal Spätzünder. Ja? Also auf mich macht er einen unheimlich aufgeweckten Eindruck. Ich glaube, du bringst mal zu viel. Aber das kannst du ja auch, wenn du heute auf die Hauptschule gehst. Zum Glück ist unser Schulsystem inzwischen so durchlässig, dass auch jemand, der auf die Hauptschule geht, später noch Abitur machen kann, dass er auch noch studieren kann, promovieren kann, was auch immer. Und es gibt ja genügend Beispiele von Menschen, die es in der Schule erst einmal nicht so weit gebracht haben, im späteren Leben dann sehr wohl. Der berühmte Albert Einstein genauso wie Richard Wagner, wie Thomas Mann, wie Franz Kafka und wie sie alle heißen. Oder Abraham Lincoln, das wird dir im Moment noch gar nichts sagen. Ja, das war ein ganz berühmter amerikanischer Präsident, der ist überhaupt nicht in die Schule gegangen und ist trotzdem Präsident geworden. Ich will damit nicht sagen, dass du nicht in die Schule gehen sollst. Ich will damit nur sagen, egal auf welche Schule du gehst, ich finde es wichtig, dass du dich da wohlfühlst. Ja? Und wenn du dich da wohlfühlst, dann wirst du auch gern lernen. Und wenn du gern lernst, dann wirst du auch immer weiterkommen, egal auf welchem Weg. Und wenn man sich Sorgen machen muss, dann nicht, weil ihr Sohn auf die Hauptschule geht, sondern weil das Wichtigste für Kinder immer noch das gute Beispiel ihrer Eltern ist. Heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Ja, also ich finde trotzdem, dass Sie eine super Frau sind, Frau Kusbach. Aber auch wenn das heute blöd gelaufen ist, ne? Vielleicht können wir ja mal zusammen einen Kaffee trinken und ich kann Sie trösten und wir gehen in eine Kunstausstellung. Herr Sasse, verlockend, ich überleg's mir. Ja.